Was für ein Schiff? 47 Millionen? Das ist doch krank für ein Schiff. Du hast so viel Geld, da musst du 4 Tage für streamen, das ist krank. Das ist ein Wochenverdienst. Eine ganze Woche streame ich für so ein scheiß Schiff. Der Biomüll aus dem Landkreis Ravensburg wird nach Österreich in das Bundesland Vorarlberg nach Lustenau gebracht. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass der Müll nach Österreich geht. Könnte ein bisschen mehr sein, finde ich. Die Idee hinter dem Fahrradtresen ist Ride, Stop, Drink, Work, Relax. Aua, ey. Eieieiei, okay, das sind aber wieder ein paar gute Folgen. Das sind ja alles nur absolute Herzschmerzen. Solarirrsinn in Bayern. Bayern steht nachhaltig unter Strom. Und über so viel positive Energie freut sich auch Martin Bichler. Für den Solarparkbetreiber ist der Energiewandel Alltag. Zum Beispiel auf dieser 5 Hektar großen Anlage. Na, wie fließt's denn so? Aktuell läuft die Anlage, wobei das bei der Bewölkung, die wir jetzt heute haben, auch kein Wunder ist. Aber praller Sonnenschein wäre Ihnen doch bestimmt noch lieber, oder? Würde hier heute die Sonne scheinen, würde die Anlage zu 100% durch den Netzbetreiber abgeregelt. Also zu 100% abgeschaltet. Warum? 170 Mal in 2022. Denn wenn die Sonne scheint, wird es im nahegelegenen Umspannwerk immer etwas spannend. Wir können das nicht verarbeiten. Der Strom aus der ganzen Region gesammelt und im Fall, dass mehr eingespeist als verbraucht wird, müsste der Strom in dieser Richtung auf der Trasse Richtung Nürnberg weg und die Trasse ist seit Jahren zu dünn. Mit dickem Problem. Die Energie kann nicht abtransportiert werden. Tja, eben nicht alle Wege führen nach Strom. Und dann wird das nachhaltige Zeug irgendwie lästig. Außer es gäbe einen nachhaltigen Energiespeicher. Wie praktisch, dass Peter Geikler aus Unterfranken genauso einen entwickelt hat. Der funktioniert wie der Speicher einer Pflanze. Mit Flüssigkeit. Ganz ohne Lithium und andere Metalle. Hä? Die Suche nach nicht metallbasierten Speichertechnologien ist sowas wie der heilige Gral der Energiewende. Und weil Herr Geikler seine nicht metallbasierte Speichertechnologie. Was, man kann Energie in Flüssigkeiten speichern? Das höre ich zum ersten Mal gerade. Die bald in Serie produzieren will, hat er beim Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung beantragt. Und das unterstützt seine innovative Idee natürlich tatkräftig mit. Nichts. So, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Gut, dass es zumindest mit dem Ausbau der Trasse für Herrn Bichlers Solarstrom rucki zucki vorangeht. Die Dimension des Netzausbaus mit der Beschränktheit und Begrenztheit von Fachkräften, von zunehmend Material und auch von Finanzen führt in Summe dazu, dass dieser Ausbau eben in der Dimension, wie wir ihn derzeit erachten, um die 10 Jahre dauern wird. Nur noch 10 Jahre, bis auch bei Sonnenschein nachhaltige Sonnenenergie fließt. Bayern, eben einfach eine Trasse für sich. Ja, da wären, also mit 46 Millionen hätte der Atze da wahrscheinlich ein bisschen was machen können, ne? Aber es wird lieber ein Bötchen gebaut, was keiner kennt und keiner braucht. Das Wanderurinal in Köln. Ein Urinal, was rumfahren kann. Also du kannst pissen und dann ruft Uwe von Rümi. Und dann kommt das Ding zu dir hingefahren. Und was, wenn ich noch am Schiffen bin? Muss ich dann hinterherlaufen, während ich mitten im Strahl bin oder was? Dies ist die Geschichte eines kleinen Urinals. Es steht schon länger am großen Ebertplatz in Köln und fristet ein Nischendasein. Dabei will die Stadt mit dem Örtchen doch nur helfen und Wildpinklern eine zivilisierte Form der Erleichterung bieten. Doch vor allem erfährt es Ablehnung. Also man soll dann pinkeln und in der Öffentlichkeit stehen. Und okay, das ist aber wirklich ein bisschen wild. Du stehst einfach da und pisst, ne? Also weiß ich ganz ehrlich. Erstmal, wenn ich hier rumlaufen würde und ich müsste ultra schiffen, weiß ich nicht, ob ich das als Urinal erkennen würde. Weil es ist ja auch nicht ausgeschildert. Wenn ich das sehe und ich kenne das nicht, würde ich nicht denken, dass ich da meinen Lörres reinhalten kann und da reinpissen kann. So, und dann ist das neben so einer Rolltreppe noch, wo ultra viele Leute vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da pissen würde. Von oben kann man dann filmen. Ja, theoretisch. Menschen, die hier vorbeikommen, fühlen sich gestört.
Der Enkel auch, der riecht es schon von Weitem. Ich muss auch sagen, dass auch hier so eine Brise rüberweht manchmal, je nachdem wie der Wind so steht. Die Stadt Köln bekommt Mitleid mit dem kleinen Urinal und stellt ihm ein zweites zur Seite. Deutlich prominenter platziert, direkt neben dem Imbiss. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Diese Idee der Stadt finden nicht alle gut. Unsere Gäste hauptsächlich, die sind aufgestanden und gegangen. Wenn ein Klo nicht vernünftig gereinigt wird und der Wind weht und man in dem Wind sitzt, dann stinkt's extrem. Zu 100% haben da auch schon Leute reingeschissen. Nachts besoffen. Die Stadt reagiert. Der Gastronom hatte sich in den heißen Monaten aufgrund der Geruchsentwicklung trotz höherem Leerungsrhythmus einen anderen Standort gewünscht. Also geht das Urinal auf Reisen. Und zwar zunächst einmal über den Platz direkt neben das Basketballfeld. Mittendrin, statt nur dabei. Da spielen die doch Ball. Das ist so unpraktisch. Mütter und Kinder haben dann Männer beim Urinieren zu gucken können. Also, Junge, da spielen irgendwelche kleinen Kinder und da whippen irgendwelche erwachsenen Männer ihren Cock raus da. Sind die denn nur dumm in Köln? Also warum denn auf das Basketballfeld? Wenn sie denn da verweilen wollten. Erneut gibt es Beschwerden. Immer noch will niemand das Urinal haben. Also geht es weiter. Warum das jetzt hier so rumwandert? Ist mir ein Rätsel. Die Stadt weiß eine Antwort. Es wird versucht, allen AkteurInnen, Ideen und Beschwerden gerecht zu werden. Der nächste Standort direkt neben dem U-Bahn-Ausgang, etwas irritierend. Das ist ja dann, dass wenn die Leute von der U-Bahn rauskommen, als allererstes quasi... Ja, ey, du willst doch ein bisschen Privatsphäre haben. Also du willst doch nicht... Also hier laufen die alle, das ist der Chokepoint und da sollst du dich dann hinstellen und pissen. Das ist ja dann, dass wenn die Leute von der U-Bahn rauskommen, als allererstes quasi in den Genuss kommen des Urinals. Das ist zum Kotzen für eine Frau, weil wenn sie da dran vorbeigehen und es entledigt sich einer, ist das kein Anblick. Wir Frauen können das auch nicht. Also muss das Urinal nochmal umziehen, nach dem Weg vom Ob das jetzt so ein Argument ist, wir können da nicht pissen, also dürfen die Boys da auch nicht pissen? Das ist bestimmt auch scheiße teuer, so ein Teil. Da hättest du wahrscheinlich ein richtiges, wenigstens ein Dixi-Klo hinstellen können. Dixi-Klo ist doch bestimmt günstiger als sowas. Bis zum Basketballfeld und weiter zum U-Bahn-Ausgang geht es noch ein Stückchen weiter, neben die Fahrradbügel. Jetzt müssten doch alle zufrieden sein mit diesem alles. Ja, das finde ich okay. Also das finde ich bis jetzt der beste Spot. Aber wahrscheinlich sieht das jetzt keiner mehr. Egal wie, es ist nicht schön und es ist keine gute Lösung. Oh ja, man guckt da schon so rüber, der denkt sich gerade auch, oh scheiße, ich. Also mal ganz ehrlich, ich glaube, ich muss aber eigentlich, also eigentlich könnte ich gerade auch mal, wo er wieder darüber schielt die ganze Zeit. Er sagt die ganze Zeit nichts. Egal wie, es ist nicht schön und es ist keine gute Lösung. Ich glaube, der Druck muss schon sehr hoch sein, um dahin zu gehen. Ich finde, das ist nirgendwo angemessen. Das ist auch würdelos für Menschen, die wirklich ein Bedürfnis haben, ihre Notdurft zu verrichten. Außer der Stadt scheint... Ja, aber guck mal, ne, hier, die chatten hier rein, hier. Gertrude und hier. Es ist doch immer, also es ist trotzdem besser, als würden sich die Leute einfach an einen Baum stellen und an einen Baum pissen. Also das ist ja immerhin schon mal das besser. Ein Dixi-Klo, wo du eine Tür zumachen kannst, wäre besser und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie teuer so ein Dixi-Klo ist, aber das ist bestimmt scheiße teuer, so ein Teil, oder nicht? Ich hoffe, die callen noch einen Preis. Außer der Stadt scheint niemand das kleine Urinal zu mögen, nur weil sie etwas zu öffentlich ist, diese öffentliche Toilette. Ja, also ich hätte es erstmal nicht als Toilette erkannt, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich da hinstellen würde. Also wenn hier die ganze Zeit die Leute dran vorbeirennen, weiß ich nicht, ob ich der Einzige wäre, der dann da hingeht und da reinschifft. Weiß ich ja nicht. Also wenn ich 10 von 10 pissen müsste, okay, vielleicht. Aber ansonsten würde ich nach der nächsten Toilette suchen, glaube ich. Aber es guckt ja auch jeder. Weil das niemand als Klo erkennt. Und da siehst du da einen, der da seine Hose aufmacht und da irgendwo hinschifft. Und da gucken die Leute halt auf. Also ich denke, was macht der da? Weil die nicht wissen, dass das ein Klo ist. Ich hätte es auch nicht als Klo erkannt. Und warum filmen die den beim Pissen? okay, eins haben wir noch. Tempo 20er-Zone in Köln. Sie wollen mal was erleben? Dann kommen Sie nach Köln-Ehrenfeld. Hier wurde ein aufregendes Verkehrsprojekt gestartet. Die Ampeln sind aus und auf der Straße sind viele gelbe X'e. Ein Rätselspaß für Jung und Alt. Ich habe Kinder getroffen, die haben gesagt, Papi, wo soll ich hin? Das Fahrrad ist durchgestrichen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Der Radweg ist durchgestrichen, weil hier jetzt eine Tempo-20-Zone ist. Die Stadt Köln gibt zwar kein Interview, schreibt aber, in einer verkehrsberuhigten Zone sind Ampeln, Zebra und Radstreifen verboten. Ab
Sofort gilt hier rechts vor links. Und Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sind gleichberechtigt. Ist doch toll. Das Problem ist zurzeit, dass die Schwächeren hier leiden. Das heißt, der Radfahrer, der sich nicht so richtig traut, sich den Platz zu nehmen. Der Fußgänger, der zögernd am Bordstein steht, nicht traut, rüber zu gehen. Aber das ist doch ganz einfach. Also ganz ehrlich, ich hätte auch keine Ahnung, was ich da machen. Also, wenn ich hier Fußgänger oder Fahrradfahrer bin, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das bedeutet, ich habe genauso Vorfahrt wie ein Auto. Oder ich darf jetzt einfach hier rüberrennen und das Auto muss fahren. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich würde mich fragen, was soll das sein? Warum ist das hier so? Kleben einfach orangene X drüber. An die Straße treten und beherzt losgehen. Na los, jetzt. Und die Autofahrer wissen es ja auch nicht. Die wissen ja auch nicht, warum Ursula jetzt hier einfach über die Straße rennt. Ja, geht doch. Gut, kleine Kinder besser an die Hand nehmen. Wissen ja auch nicht alle Autofahrer, dass Fußgänger jetzt gleichberechtigt sind. Sehe ich einfach ganz klar eine Notwendigkeit, hier eine Regelung zu finden, die es auch Kindern ermöglicht, über diese Straße zu kommen. Und die ist momentan einfach nicht gegeben. Wir bringen unseren Sohn jetzt wieder in die Schule. Ja, okay. Viele Fußgänger... Ist halt auch wirklich einfach grob fahrlässig. Ist ultra gefährlich. Also würde ich nicht mal den Autofahrern da groß was vorwerfen. Weil ich glaube, wenn ich da durchfahren würde, ich würde auch überlegen, hey, was heißt das denn jetzt hier? Hier kleben orangene X'e drauf. Und da rennt dir der kleine Timmy da vor die Karre und du denkst, keine Ahnung, hier, du hast Vorfahrt und du ziehst dann halt durch. Natürlich nicht, aber das könnte halt wirklich passieren. Also wenn ich Vater wäre, dann hätte ich da auch Schiss, meine Kinder lang zu schicken. Wir scheuen noch den mutigen Gang auf die Straße. Das eigentlich gute Verkehrsprojekt hat noch kleine Probleme. Deshalb hat die Stadt Köln jetzt Fahnen aufgehängt, um die Wahrnehmung der Tempo-20-Zone zu verstärken. Was? Welche Fahnen? Wo hängen die Fahnen? Ach. Ja, fällt auch direkt ins Auge. Ist ein Eyecatcher, ja. Guckst du als Kind auch als erstes. Da. Hier eine Fahne hinzuhängen, auf der Tempo 20 steht, in Höhe, wo maximal Batman oder Superman das sieht, ist totaler Schwachsinn. Gut, die Fahnen hängen etwas hoch. Ja, und wenn eine Brise weht, dann darfst du spiegelverkehrt lesen. Die Zeichen sind etwas kryptisch, aber das Projekt ist doch gut gedacht. Das Projekt ist eigentlich ein sehr gutes Projekt, nur die Umsetzung ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Ein Jahr lang will die Stadt Köln die Tempo-20-Zone ausprobieren und dann mal gucken, Achtung, ob die Verkehrsberuhigung geklappt hat. Ja, das ist ein Kölner Phänomen. Das heißt, es reicht nicht, keinen Plan zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszuführen. Aber das Schöne an Plänen ist ja, wenn sie nicht klappen, kann man sie auch einfach wieder wegixen. Eieiei, also Köln, doppelt Köln heute. Liebe Grüße an die Kölner im Chat. Das sind ja Schmerzen. Aber das waren schöne Folgen, ey, 7 Stück. Da kommen aber langsam mal wieder ein Banger. Also während der Lockdowns waren da viele Folgen echt ziemlich trashig, aber das waren 7 Banger jetzt hier. Das war mal wieder geil.